Hallo, ja, live heißt es wieder, Freitag ab 1. Willkommen alle, die wieder dabei sind. Und ja, dein 2021, das ist heute unser Thema. Dein 2021, eine wertvolle Geschichte in Bildern. Eine wertvolle Geschichte in Bildern. Ja, das Thema Bilder, darum geht es natürlich heute sehr. Und, oder bei mir immer, es geht immer um das Thema Bilder und das Jahr 2021 geht dem Ende entgegen und ich glaube, das war für uns alle ja doch ein besonderes Jahr in vielerlei Hinsicht. Und auf dem Weg hierher in mein Büro, ich bin jetzt gerade in meinem Büro, gehe ich ja durch die Dresdner Innere Neustadt durch und man sieht es eben auch überall, ne, die Stopper vorne dran und 2G-Regel, um einfach mal einkaufen zu gehen. Oder mein Lieblingsplatz, an dem ich mich immer ja auftanke, der Elbsalon hier in der Dresdner Neustadt. Und inzwischen sehe ich, dass ich manchmal der einzige Gast bin. Also da, ja, dieses Jahr hat für uns da, glaube ich, recht. Dreht uns da manchmal den Kopf so ein bisschen rum und wäscht uns den Kopf. Und zwingt uns auch zu neuen Perspektiven. Und genau deswegen, ja, es kann sein, ne? Oder was ich oft wahrnehme, ist, dass ein gewisser Stress unterwegs ist dadurch bei vielen. Es ist nicht wie gewohnt, Wünsche lassen sich nicht ganz genauso erfüllen. Man kann abends nicht einfach weggehen zurzeit, zum Beispiel in Dresden. Und Stress hat ja durchaus auch die Eigenschaft, unseren Blick doch ziemlich, ziemlich einzuengen und auf einmal sehen wir tatsächlich nur, was genau vor uns ist. Das Problem, was genau vor uns ist, wird groß und die Idee, mal Bilder zu nutzen, um zu sehen, wie groß unser Leben wirklich ist, wie weit unser Leben wirklich ist, die finde ich einfach super schön und die möchte ich mit euch heute besprechen, aber erstmal herzlich willkommen. Ich sehe Tienchen und Doris und Shahui. Hi, wir haben gerade kurz mal uns auch abgesprochen, Shahui und ich, weil ich werde heute ein Bild zeigen von uns beiden. Und ja, ich lege mal los. Ich möchte eigentlich zwei Sachen machen heute. Also das Jahr 2021, wie gesagt, ihr könnt ja mal reinhauen hier, wie es für euch sich dargestellt hat. Fatih, hi. Und wie hat sich das Jahr 2021 für euch dargestellt? Welche Einschränkungen waren vielleicht da? Vielleicht auch welche neuen Blickwinkel da sind dazugekommen eventuell? Was ist vielleicht zufälligerweise dadurch für euch neu geworden? Oder wo habt ihr wirklich gemerkt, ey, das nervt wirklich total? So geht es mir mit meinem Elbsalon tatsächlich, dass ich das eigentlich liebe, wenn der voll ist. Deswegen eine Idee, um mal den Blick zu weiten. Und zwar ganz simpel, ganz einfach. Das liebe ich so. Nämlich, je einfacher es ist, umso besser, weil dann macht man es auch. Und die einfache Idee, die ich euch präsentieren möchte, ist einfach mal das Handy zu nehmen. Einfach mal tatsächlich das Handy zu nehmen. Im Gegensatz zu vor 15 Jahren, 20 Jahren, 30, 40 Jahren machen wir ja stets und ständig Fotos. Entweder mit unserer Kamera, wenn wir passionierte Fotografen sind, oder sehr oft eben auch mit unserem Handy ganz einfach. Wir laufen durch die Gegend und fotografieren mit unserem Handy, was uns gefällt, was uns einfällt bei Gelegenheiten. Ganz oft, wenn wir dann doch zusammensitzen und feiern. Oder wenn wir durch schöne Orte gehen oder wenn wir uns an irgendein Gefühl erinnern wollen. Und was liegt da tatsächlich näher? Und das mag jetzt sehr simpel klingen. Und ich möchte euch, wie eben gesagt, dazu zwei Sachen präsentieren. Nämlich sich mal die Handy-App zu nehmen, die Fotos-App zu nehmen und mal das ganze Jahr in Fotos Revue passieren zu lassen. Und was ich euch mitgeben möchte, sind dazu vielleicht ein paar Fragen. Fragen, die ihr euch selbst an euch stellen könnt, wenn ihr euch dieses Fotoalbum einfach anseht und dann, dass das mal ankommen kann. Was ist tatsächlich passiert?
das ankommen kann, was dieses Jahr tatsächlich vielleicht noch gebracht hat, wie viel größer dieses Jahr eigentlich war als der aktuelle Moment. Und da möchte ich, wie gesagt, möchte ich euch ein paar Fragen mitgeben, in kleine Ideen mitgeben, wie man sich so ein Album auch intensiver anschauen kann, wie die Bilder intensiver wirken können und bei uns tatsächlich ja, einen anderen Blick aufmachen. Hi Michael, schönen Gruß an nochmal an die Mosel und an den Rhein. Also wie Fotos den Blick tatsächlich weiten können, wie die Fotos des gesamten Jahres den Blick weiten können und uns ja, Lebensressourcen zeigen, Lebensressourcen bewusst machen, die wir im Stress wahrscheinlich nicht sehen. Und zu sehen, welche Weite, welche Fülle ist dann vielleicht doch da. Und was bedeutet das für 2022? Diesen Blick möchte ich euch auch mitgeben. Und als zweite Sache habe ich ein Foto rausgesucht, was mir sehr entgegengesprungen ist. Und das möchte ich euch stellvertretend zeigen und vielleicht dazu inspirieren, das mit eurem Foto auch zu machen, was euch am meisten entgegenspringt. Also, was möchte ich euch mitgeben? Es ist ja eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist es das Handy nehmen, die Foto-App öffnen und beim iPhone zum Beispiel, Android kenne ich nicht so gut, wird aber bestimmt ähnlich sein. Beim iPhone kann man sich ja die unten auf Mediathek die Foto-App einstellen und dann hat man die Möglichkeit eben, sich die Fotos nach Jahr, Monat, Tag oder eben die gesamte Mediathek anzuschauen. Und dort mal anzufangen mit nach Monaten, also dass man ganz grob einfach sieht, Mensch, wie hat das Jahr angefangen? Und dann mal, und das finde ich ist key, das ist der Schlüssel, anzufangen tatsächlich sich in die Fotos auch reinzufühlen. Also das mal tatsächlich zuzulassen, so lange zu warten, so viel Zeit sich zu nehmen, so tief durchzuatmen, vielleicht vorher auch mal die Augen zuzumachen. Und wenn ihr euch dann die Fotos anschaut und guckt mal, was kommt überhaupt erstmal an? An welchem Platz war ich da im Januar und dann im Februar und im März? Wo war ich da? An welchem Platz in mir? Was war da in mir los? In welcher Wellenlänge war ich da? In welcher Welt war ich da? Und dann tatsächlich gern einfach mal, beim iPhone wäre das dann so, dass man dann die Monatstitel einfach sieht, 12 Monatstitel und das Jahr ganz schnell mal ablaufen sieht tatsächlich und bekommt dadurch mal, und das ist dann ein Blickwinkel, den ihr dadurch gewinnen könnt, einfach welchen Fluss dieses Jahr hatte. Also wie weit war das Jahr im Sinne dessen, welchen Fluss es hatte, wo hat es angefangen, aufgehört, sprich was ist passiert, was ist geflossen, was ist in Gang gekommen, was ist vielleicht auch, was hat das Leben, euer Leben, dein Leben vielleicht verlassen, was ist da nicht mehr da, was am Anfang noch da war, dass das auch mal seinen Raum bekommen kann, wenn es einfach so ist, wenn es ein Verlust ist, wenn es aber auch einfach mal eine Zeit war und seine Zeit hatte, dass das ankommen kann nochmal oder eben auch, was ist dazugekommen über dieses Jahr? Also tatsächlich dieses Jahr so im Verlauf zu sehen. Und diese zwei Aspekte möchte ich euch auch für die Betrachtung schon mal mitgeben, diese zwei groben Aspekte, nämlich schaut euch mal die Fotos gerne mal als das ganze Jahr an. Und dann, wenn ihr das intensiver und intensiver macht, komme ich gleich dazu. Moment, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Dann hört immer wieder in euch hinein. Hört immer wieder in das Gefühl hinein. Guckt mal, was passiert in eurem Körper und wo. Ist es eher so im Bauch? Ist es eher so im Herzen? Ist es eher so im Kopf? Hat es was mit vielen Gedanken zu tun? Hat es was mit Herzensdingen, mit Herzensmenschen zu tun? Oder hat es was mit Entscheidungen zu tun? Hört dort mal rein und schaut mal, wie euer Körper reagiert. Und achtet mal drauf, vielleicht ist ja ein Foto oder mehrere Fotos, vielleicht ist ja ein Foto dabei oder wie gesagt mehrere, das euch besonders positiv einfach anspringt, das euch gut tut, das euch vielleicht ein warmes Gefühl gibt, das vielleicht den ganzen Körper entspannt. Schaut da mal hin. Und ich nenne das jetzt einfach mal das wichtigste Foto des Jahres.
Und mit diesem wichtigsten Foto des Jahres könnt ihr auch nochmal euch Zeit nehmen und in dieses Foto reingehen. Aber erstmal das gesamte Jahr. Was kann man in dem gesamten Jahr mal anschauen? Worauf kann man da mal sich fokussieren? Worauf könnt ihr euch mal konzentrieren? Tanja, hi nach Berlin. Schön, dich zu sehen. Worauf kann man sich mal beim Jahr konzentrieren? Und worauf kann man sich dann bei dem Foto des Jahres konzentrieren? Worauf kann man da mal genauer achten? Das möchte ich euch auch noch mal mitgeben und fügt einfach hinzu, was euch auch noch einfällt. Na, und zwar das ganze Jahr, wie gesagt, was ist dazugekommen im Jahr? Was ist vielleicht gegangen über dieses Jahr? Schaut mal, an welchen Orten wart ihr? Welche Orte seht ihr dort? Vielleicht tatsächlich in euch rundherum, um euch rundherum, um das Studio, um zu Hause, in der Heimatgegend. Hat sich da was geändert? Ist es immer gleich geblieben? Oder wart ihr auch weg? Wart ihr einfach das ganze Jahr über mal weg? Mir ist es so gegangen, ich habe jetzt dreimal schon mein Review gemacht und ich wusste noch, dass ich bei Shahui in Wien war. Und ich wusste auch, dass ich im Urlaub in Göteborg war. Und ich habe aber, als ich durchgeschaut habe, nochmal richtig gemerkt, ich war ja dreimal in Wien. Und Shahui war auch bei mir in Dresden. Und wir waren kürzlich in Warschau. Und ich war mit Freunden zusammen in Mähren und alleine in Prag. Und das jetzt alles in diesem Jahr, wo scheinbar nichts ging. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gern unterwegs ist. Für mich ist das ein großer Wert. Mir tut das gut. Und dann habe ich Fotos gesehen, als ich in Prag war und auch ein kurzes Video, als ich in Prag war, dass ich dort die Metro-Stimme aufgenommen habe für meinen Cousin. Und wir beide haben uns in unserer Kindheit mega amüsiert über diese Ansage in der Prager Metro. Und die ist uns beide bis heute wortwörtlich im Ohr. Und das habe ich dort nochmal aufgenommen und ihm gesendet. Und an diesen schönen Moment, dass ich das nochmal nach über 40 Jahren... Ach, in Rostock war ich auch, stimmt. Tienchen schreibt gerade, hier warst du auch, ich war auch in Rostock, stimmt. Ja, und das ist alles jetzt beim Betrachten nochmal hochgekommen. Es tat einfach so gut zu sehen, was alles passiert ist. Also ihr merkt, diese Fotos betrachten, da springt einen einfach logischerweise schon so viel an, worum es mir geht. Das ist keine Neuigkeit für euch, worum es mir geht. Ich möchte euch dazu inspirieren, das tatsächlich als etwas wirklich Wertvolles nochmal auch vielleicht in euer Leben zu lassen. Vielleicht kann ich euch dazu inspirieren, dass das tatsächlich diese simple Handy-App Fotos sich anzuschauen, was das mit einem machen kann. Und an der Mosel, ja stimmt, siehst du, ich war auch an der Mosel, Doris schreibt es gerade, genau, mit Shahul zusammen. Also so reich war dieses Jahr und wenn ich durchschaue, das ist natürlich jetzt in dem Moment, wenn ich hier draußen lang gehe und sehe, dieses halb geschlossene überall mir nicht wirklich präsent. Ne? Und ich schaue durch und alles in einem Jahr. Also Orte. Dann seht ihr auch auf den Bildern natürlich, mit welchen Menschen habt ihr euch dieses Jahr getroffen? Welche Menschen sind euch begegnet? Vielleicht das letzte Mal, vielleicht das erste Mal, vielleicht auch merkt ihr, Mensch, wie lange begegne ich diesem Menschen schon? Wie lange begleitet er schon mein Leben? Und es ist nicht nur einer, es sind auch nicht nur drei, es sind vielleicht 12 oder 15, die mich so begleiten und jeder auf seine Weise was in mein Leben trägt, was ich alleine nicht habe. Auch das ist auf einmal spürbar in diesem Moment. Oder auch, ihr könnt euch auch die Fotos anschauen und mal bewusst wahrnehmen, euch bewusst fragen, was sehe ich hier an Wünschen erfüllt? Was sehe ich hier an meinen, was einfach zu mir gehört, was zu mir will, was wirklich so ein Bedürfnis für mich ist, was ich erleben möchte, was hat sich davon erfüllt? Welche Erfüllung ist sozusagen passiert im wahrsten Sinne des Wortes? Welche Wünsche haben sich erfüllt? Was ist vielleicht sogar, Inka, hi, schön, dass du da bist, was ist vielleicht sogar, für alle übrigens, ich unterbreche mal ganz kurz, ist natürlich dieses Video und alle anderen Videos zum Nachsehen dann in der IGTV-Mediathek hier bei Instagram in meinem Account bei larsneumann.cf sind alle anderen Sendungen und eben auch diese zum Nachsehen drin. Also falls ihr zwischendrin dazukommt, könnt ihr das immer noch mal vollständig nachsehen. Ja, also welche Erfüllungen sozusagen sind über dieses Jahr passiert, ne?
Und das kann man auch über diese Fotos sehen. Und teilweise sind eben überraschende Dinge mit ins Leben gekommen, die man sich vielleicht insgesamt, das passiert mir recht oft, die ich noch nicht mal wusste, dass ich sie mir gewünscht habe. Aber je mehr so ein Jahr in Flow kommt, hat es irgendwie die Eigenschaft, dass diese gar nicht ausgesprochenen, gar nicht bewussten Wünsche sich nebenbei fast miterfüllen. Auch das wird auf einmal bewusst. Darum geht es auch, ne? Wenn wir uns Fotos anschauen und uns diese Fragen stellen, es wird uns wirklich bewusst, dass es so ist. Und in dem Moment, wo es uns bewusst wird, ist es für uns wirklich auch eine Ressource. Die Frage dann ist tatsächlich, was wird damit vielleicht möglich, eventuell? Und ja, und dann, wenn ihr das immer wieder durchschaut, vielleicht auch mal nach Tag, dann seht ihr die Fotos ja so wunderbar gekachelt. Ich mag das sehr. Und du, Tanja schreibt gerade, du warst und bist eine Bereicherung für mich. Dankeschön. Danke, dass du das schreibst, Tanja. Danke für deinen, für die schöne Nachricht. Eigentlich müsste ich jetzt hier ein Bildschirmfoto machen. Ich knipse mir das hier oben rein. Das ist noch ein Bild des Jahres für mich mit. Danke. Und wenn ihr das alles durchschaut, dann springt euch vielleicht ein Foto besonders an. Und haltet mal bei diesem Foto an oder guckt euch das später nochmal einzeln an oder wenn es mehrere sind, wie gesagt, und fragt euch mal für dieses eine Foto, für dieses einzelne Foto, was macht dieses Foto für mich so wertvoll? Nicht, warum ist dieses Foto wertvoll, sondern was macht dieses Foto für mich so wertvoll? Und wenn das Werte für mich sind, die ich dort sehe, wenn das etwas Wertvolles ist, was ich dort sehe, vielleicht eben ein Ort oder Menschen oder ein Können, was ich dort sehe, etwas, was ich neu vielleicht dazugelernt habe oder wem ich begegnet bin oder was ich erreicht habe, was auch immer, was ist da wertvoll? Wenn das für mich wertvoll ist, was wird denn dann für mich möglich? Was wird damit für mich möglich? Könnt ihr euch einfach selbst mal fragen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was wird damit für mich möglich, wenn das, was ich dort in diesem Foto, was mich irgendwie automatisch anspringt, was zu mir will, wenn ich das offenbar für wertvoll halte und erkenne, was ist daran eigentlich der Wert? Was bedeutet das für mich? Was wird für mich möglich? Fragt euch das gerne mal und guckt mal, was da so für Impulse kommen. Manchmal ist es sogar schön, sich da Stift und Zettel dazu zu legen. Und das alles gesagt, wenn ihr da so den Strich drunter zieht, was ist also dann die Botschaft? Was ist dann die Botschaft dieses Fotos für 2022? Was ist dann die Botschaft dieses Fotos für 2022? Was bedeutet das, wenn dieses Foto doch wertvoll ist und ich erkenne, was ist wertvoll? Und was machen diese Werte, diese Sachen, die so wertvoll für mich sind, möglich? Was bedeutet das dann für mich für 2022? Vielleicht ein schönes Zelebrieren. Ich glaube, also für mich persönlich war es ein sehr schönes Zelebrieren dieses Jahres. Ich werde es auch auf jeden Fall nochmal machen, weil es bei mir so viele Fotos sind, dass bei einmal durchscrollen das gar nicht alles ankommen kann. Und jetzt möchte ich euch fast schon zum Schluss... Ach, Shahui, du hast einen Recall nochmal reingeschrieben. Wunderbar. Also für alle, die, wenn ihr euch das mitschreiben wollt oder ein Bildschirmfoto machen wollt, was macht dieses Foto für mich so wertvoll? Und die zweite, wenn das für mich Werte sind, magst du es auch nochmal reintippern? Shahui, wenn das für mich Werte sind, was wird dann für mich möglich? Genau, und als letztes dann, was ist dann das alles gesagt, die Botschaft dieses Fotos für 2022? Ja. Ich möchte euch mal mein Foto des Jahres 2021 zeigen und ich hoffe, dass das hier funktioniert mit der App, weil die sich ja dann doch immer wieder mal ändert. Und zwar ist das mein persönliches Foto oder eines meiner, sind ein paar, aber das hat mich immer wieder sehr, sehr, sehr angesprochen. Und das ist tatsächlich Shahui und ich und in Wien im Café Eiles, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in der Wiener Innenstadt, als wir beide
durchschreibt, das ist echt toll. Jetzt habe ich auch das Titelbild für meinen Jahresrückblock. Ich finde dieses Doris, ihre Wortkreation immer schon alleine das wieder. Ne? Davon ein Bild jetzt machen. Macht mal bitte jemand, Doris, mach du mal bitte ein Bildschirmfoto und schick mir das zu. Ich finde das einfach gerade schön, der Jahresrückblock. Das sind also Shahui und ich im Café Eiles Mitte des Jahres. Und Mitte des Jahres haben wir uns dazu entschlossen, unser Projekt, nämlich dass wir beide das Team Bildessenz sind, dass wir Bildessenz uns um Bildessenz kümmern, um die Essenz, die durch Bilder sichtbar wird, um die Essenz von Bildern, dass wir das vorantreiben, dass wir das Projekt feiern für uns, dass wir unsere Orte dafür finden, weil wir merken, das Kaffeehaus ist für uns der kreative Ort und das sehe ich hier drin wieder. Wenn wir im Kaffeehaus sind, sprudeln die Gedanken. Was wir da noch gar nicht wissen konnten, ist, dass wir ohne einen wirklichen Plan zu haben und Planzahlen zu haben, dass wir einfach unseren Impulsen danach folgen würden und uns dementsprechend jetzt inzwischen 5-mal dieses Jahr gesehen haben. 3-mal in Wien, 1-mal in Dresden, 1-mal in Warschau und das kam einfach so. An all das erinnert mich dieses Bild, wenn ich das Bild sehe. Und sehe, es gibt heute einen Instagram-Account und ich habe letztens Shahui gefragt, Shahui, hast du irgendwie Werbung gemacht für den Instagram-Account? Wir haben schon 44 Follower, wo kommen die her? Nein, hat er nicht und ich auch nicht. Die kam einfach durch eine gewisse Anziehungskraft. Also einfach dieses Bild erinnert mich daran, an diese Kraft, wenn wir das machen, weil wir es machen müssen, weil es einfach in uns drin ist, weil es uns einfach dahin zieht. Und wir beide hatten beide gleichzeitig und miteinander diesen Impuls, dass wenn wir zusammenarbeiten an diesem Thema, dass wir erstens eine große Freude haben, dem anderen zuzuhören, uns im anderen zu spiegeln und unsere Weisheiten, unsere Lebenserfahrungen auszutauschen und die große Freude am Thema Bild. Wir sind beide Fotografen und fragen uns aber sehr viel über das Medium Bild, uns da auszutauschen und dann auch noch mit Bildern zu arbeiten und diese Arbeit mit Bildern zu erforschen und anzubieten und weiterzugeben. Und ja, und Kaffeehaus, Stichwort. Später saßen wir wieder in einem Kaffeehaus, bei einem späteren Treffen in Wien im Café Sperl. Und dort entstand dann einfach fast nebenbei bei einer Tasse Kaffee unsere Website. Es gibt also jetzt inzwischen sogar eine Website, bildessenz.com. Die ist lange nicht vollständig, aber irgendwie zeigt sie doch sehr schon, wer wir sind. Und das ist einfach passiert. Und an all das erinnert mich, also an, mit welchen Menschen sind wir zusammengekommen? Mit unseren 3 Prototypen, die wir inzwischen haben, unseren 3 ersten Klienten, mit uns beiden, mit Shahuis Freunden aus Wien. An welche Menschen erinnert mich das? An unseren Ort, unseren kreativen Ort, das Kaffeehaus, die verschiedenen Kaffeehäuser, erinnert mich das. Das Bild setzt mich wieder schon fast automatisch in diesen Flow, den wir beide haben. Ne? Also das ist eine Erinnerung, die dieses Bild komplett in Gang setzt und da ist noch mehr. Ne? Also einfach als Beispiel. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, 2 Stunden über das, was das Bild triggert, erzählen. Darum soll es nicht gehen und um meine persönliche Geschichte, sondern vielleicht erinnert das euch an etwas. Ich blende es mal wieder aus. Vielleicht erinnert das euch an etwas in euch. Wenn ihr ein Bild euch anschaut, wenn ihr durchschaut, ja, hi nach Rostock, hi Celine, schön, dass ihr da seid. Ich bin schon fast am Ende jetzt gleich, aber nochmal, man kann es nachsehen in dem IGTV-Archiv hier, dann bei larsneumann.cf im Instagram-Account sind alle Sendungen und auch diese gespeichert. Ja, also das Bild, was ich gerade geteilt habe, für die, die jetzt gerade nochmal dazugekommen sind, ich zeige es gleich nochmal, mein Bild des Jahres aus meinem iPhone-Fotoalbum, wo ich mein Jahresreview gemacht habe und gesehen habe, wie reichhaltig mein Jahr ist, wozu ich euch auch inspirieren möchte. Das ist mein Bild des Jahres, was mich an Begegnungen erinnert, an meinen kreativen Ort, das Kaffeehaus und so vieles mehr. Und ja, vielleicht konnte ich euch, ich hoffe, ich konnte euch dazu inspirieren, einfach tatsächlich es euch mal so einfach zu machen. Denn so einfach es heute ist, es ist ja trotzdem sehr wertvoll. Wir haben es heute, wir haben heute das Handy im Gegensatz zu vor
Was haben wir jetzt? 2021, 2011 gab es schon Handys, also im Gegensatz zu vor 15 Jahren, vor 20, vor 30 Jahren, also wie die meisten von uns aufgewachsen sind. Es ist etwas, was wir vielleicht nochmal mit diesen Augen anschauen können. Einfach in die Hand nehmen, einfach die Foto-App öffnen. Vor allen Dingen aber, und das finde ich ist das Wichtigste, nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Moment für euch selbst, atmet durch, guckt, wie euer Körper gerade reagiert. Und wenn ihr merkt, eigentlich seid ihr noch sehr angespannt und ihr rast noch, dann ist das erstmal auch ein gutes Zeichen, um überhaupt erstmal in Ruhe zu kommen. Und wenn ihr dann in einer Ruhe seid, dann nehmt die Fotos und dann schaut euch tatsächlich gerne mal eure Fotos des Jahres 2021 durch und schaut, was hat das ganze Jahr, was war das ganze Jahr in seiner Breite, in seiner Größe. Das ganze Jahr, das ganze Leben ist immer größer als dieser Moment, wenn er auch stressig ist. Und was ist euer Foto des Jahres? Und schaut mal, was das Foto für euch so wertvoll macht und was das bedeutet. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch dazu inspirieren oder zu etwas anderem, an was euch das erinnert hat. Und Shahul schreibt, das Potenzial steckt im Bild. Wir ahnen es manchmal und wir haben dem Potenzial geholfen, sich ein Stückchen entfalten zu können. Ja, und das Potenzial steckt im Bild, unser Potenzial spiegelt sich in Bildern, wir werden durch Bilder an unser Potenzial erinnert und das ist sicherlich, das erinnert mich auch gleich dran, danke Shahui, euch noch einen Tipp dann für 2022 oder eine Idee mitzugeben, denn dieses Bild des Jahres, wenn euch das auch durch 2022 mitbegleitet, das kann eine wunderbare Erinnerungshilfe sein, einfach an euch, an so eine, da ist es, Essenz, an so eine Essenz in euch, an tatsächlich viel, viel mehr als das Bild zeigt, an eure Orte, eure Menschen, eure Wünsche, eure Energie, euren Blick, deinen Blick, wo du gerne hinschaust, was du gerne erlebst, wo du Erfüllung erfährst. An all das kann dich dann dieses Bild des Jahres, das ganze nächste Jahr erinnern. Und das geht so einfach. Es klingt simplizistisch, nur aufs Handy zu schauen, nur auf ein Foto zu schauen. Es klingt so einfach. Probiert's aus. Es ist verändert sehr, sehr viel. Ja, damit möchte ich euch ganz am Ende einladen. Shahui und ich, ihr habt uns beide gesehen. Gerne, wir sind auf einer Reise. Wir empfinden dieses Bildessenz, unsere Bildessenz-Arbeit als eine Reise. Begleitet uns gerne bei dieser Reise mit, wenn ihr mögt. Die Bild.essenz heißt unser Instagram-Account. Und wir glauben sogar, unser Newsletter funktioniert schon auf der Website. Also da wird es dann immer wieder, wenn uns was begegnet, wenn wir was erforschen, unsere Angebote, unsere Coachings, Wissenswertes um Bilder, es wird ein Glossar geben über Worte, die uns sehr, sehr wichtig sind, die wir aus unserem Blickwinkel dort beleuchten werden. Ja, also wenn ihr mögt, kommt mit auf unsere Reise, kommt mit auf diese Reise, auf diese Bildreise, Bildessenzreise. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Adventszeit und einen schönen dritten Advent. Und vielleicht ist ja der dritte Advent und Kerzenschein und Kaffeeduft und Plätzchenduft und vielleicht mal die Beine hochlegen, das werde ich auf jeden Fall tun, mal der Moment, wenn man so in die Decke gekuschelt ist, sich das Handy zu nehmen, die Foto-App zu öffnen und mal das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen. Shahui hat es ja auch geschrieben, die Reiseeinladung at bild.essenz hier bei Instagram und bildessenz.com, unsere Website. Ja, das soll's gewesen sein für euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben mit etwas, was, glaube ich, jeder von uns einfach in der Hosentasche hat. Nämlich die Foto-App, die vielleicht manchmal ein bisschen unscheinbar ist und vielleicht für uns Fotografen ein bisschen nebenher scheint. Und glaube ich, so viel mehr Eingang in unser Leben bringt, in Dinge, die uns vielleicht unbewusst sind im Alltag. Und ja, berichtet mal,
berichtet gerne mal, schreibt mir oder ruft mich an oder sendet mir hier eine Instagram-Nachricht, wie es euch damit gegangen ist. Wenn ihr, was habt ihr vielleicht da für einen Aha-Moment oder was ist euch mit einem Bild passiert? Also Shahul und ich sind immer im Forschen und wenn ihr da einen Special Moment habt, lasst es uns auch gerne wissen, denn wir teilen ein Miro-Board miteinander und schreiben da so unsere Forschungsergebnisse auch rein, weil das uns einfach umtreibt. Also, auch Doris schreibt Dankeschön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, das wünsche ich dir auch. An die Mosel, viele Grüße und nach Rostock, nach Berlin, nach Wien und überall, wo ihr zuschaut. Macht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Das heißt also auch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht's gut. Tschüss.